Dieser Roboter soll echt alles können. Schwimmen, fliegen, rollen und sogar tauchen. Das Geheimnis des Transformer-Roboters, er kann seine Form und somit auch seine Fähigkeiten verändern. Die NASA möchte mit diesem Prototypen namens Shapeshifter den Geheimnissen unerforschter Himmelskörper auf die Schliche kommen, wie zum Beispiel dem mysteriösen Saturnmond Titan. Und der Roboter hat dafür wirklich extreme Fähigkeiten. Klickt zum Science and Fiction, hier gibt es täglich spannende Science-Videos, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Derzeit tüfteln NASA-Forschungsteams an einem Prototypen mit dem Namen Shapeshifter, übersetzt also so viel wie Formwandler. Und der macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Tatsächlich erinnert er ein wenig an die formwandelnden Roboter, die Transformer, die man bislang ja nur aus Science-Fiction-Stories kennt. Der Plan der NASA hat es aber in sich, denn der Shapeshifter soll seine Form und somit auch seine Funktionen verändern können. Somit kann er sich an seine jeweilige Forschungsumgebung anpassen und diese bestmöglich erkunden. Je nachdem, in welchem Terrain sich der Transformer-Roboter also bewegt, kann er tauchen, schwimmen, fliegen oder rollen. Super wichtige Voraussetzung, um beispielsweise den Titan zu erkunden. Das ist der größte Saturnmond, der in einigen Aspekten der Erde ziemlich ähnlich ist. Die Sonde Cassini ist bereits an ihm vorbeigeflogen und konnte seine Oberfläche kartieren. Auf ihm befinden sich Seen, Höhlen, Vulkane, Inseln und Canyons. Dennoch gibt es viele ungeklärte Fragen über diesen Saturnmond. Beispielsweise in Bezug auf den exotischen Kreislauf von Kohlenwasserstoffen wie Ethan und Methan, die hier mal als Eis oder Gas oder aber als Flüssigkeit zirkulieren. Und nicht nur das, die Vulkane auf diesem Mond spucken keine Lava, sondern Ammoniak. Auch die titanischen Gewässer sind für die Fachwelt noch ein großes Rätsel. Dazu der NASA-Forscher Ali Aga. Wir haben nur sehr begrenzte Informationen über die Zusammensetzung der Oberfläche. Felsiges Gelände, Methanseen, Kryovulkane, das alles gibt es dort möglicherweise. Aber wir wissen es nicht genau. Also haben wir darüber nachgedacht, wie wir ein System schaffen können, das vielseitig und in der Lage ist, verschiedene Geländetypen zu durchqueren, das aber auch kompakt genug ist, um mit einer Rakete zu starten. Der Plan der NASA zielt darauf ab, kleine wandelbare Roboter zu entwickeln, die den Titan und seine Seen erforschen. Die Erkundungsgeräte sollen sich letztendlich ganz von alleine zusammen und wieder auseinanderbauen können, ohne dass sie dabei Anweisungen von der Erde benötigen. Zusammenarbeiten sollen die wandelbaren Roboter mit einem Rover, der als Energiespeicher funktionieren könnte. Hier könnten sich die Transformer-Roboter aufladen. Zudem soll dieser Lander nach Plan der NASA auch mit wissenschaftlichen Instrumenten ausgestattet sein, um Proben auszuwerten. Falls eine Region erkundet werden soll, zu dem der Rover es aus eigener Kraft nicht schafft, könnten sich 10 Roboter zusammenschließen, ihre Basis an diesen schwer erreichbaren Ort zu fliegen. Eine super coole Sache, denn so wäre der Rover nicht an eine bestimmte Region gebunden. Die NASA beschreibt den derzeitigen Prototypen als eine Vorrichtung, die aussieht wie eine Drohne, die in einem länglichen Hamsterrad eingeschlossen ist. So kann sich der Shapeshifter rollend fortbewegen, doch dabei handelt es sich genau genommen nicht um einen Roboter. Zu solch einem Hamsterrad zusammengeschlossen haben sich nämlich 2 Multikopter. Der zylindrische Käfig besteht aus 2 Hälften, 2 Drohnen also, die gemeinsam rollen können, und doch ist jede für sich allein flugfähig. Die Vorteile liegen auf der Hand, Hindernisse können einfach umflogen werden und auch große Distanzen sind fliegend schneller zurückzulegen. Fahren bzw. rollen ist dagegen energieeffizienter. Der Plan der NASA sieht aber noch mehr Funktionen vor. Mehrere Roboter können auch als Schwarm die Oberfläche eines Himmelskörpers erkunden. Mit einem Propeller ausgestattet, könnten sie aber auch unzugängliche Höhlen erkunden. Als Kette könnten sie dabei sogar die Kommunikation mit der Oberfläche gewährleisten. Als Kugel zusammengeschlossen, könnten die Roboter aber nicht nur rollen, sondern auch als eine Art Boot mysteriöse Seen aus Methan erkunden. Bisher existiert ein 3D-gedruckter Prototyp namens Shapeshifter. Dieses NASA-Projekt gehört zum sogenannten Innovationsprogramm NASA Innovative Advanced Concepts. Und somit ist nicht klar, wann dieses Projekt für eine echte Mission ausgewählt wird. Fest steht aber schon, die nächste Mission zum Titan soll im Jahr 2026 starten. Hier wird wohl der fliegende Rover Dragonfly eingesetzt, um den spannenden Geheimnissen des Saturnmondes auf die Schliche zu kommen. Wie Roboter uns in Zukunft helfen, anklicken, also hier anschauen und Dr. Watson unbedingt abonnieren. Super Kanal. Bis dann. Bleibt dran.